Die Leute, bei dem Spielpreis würde ich mich nicht beschweren. Für 2 Euro über 40 Spiele, weil es weisen mal ein Spiel. Press Start to play. M73 Attacks hat geschrieben, cooles Video wie immer, bin nach einem halben Jahr wieder aktiv. Ja, nice auf jeden Fall, dass du wieder aktiv bist. Danke auf jeden Fall für deinen coolen Kommentar. Wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt auch einfach einen coolen Kommentar und viel Spaß mit diesem Video. Okay, Freunde, jetzt sind wir hier mal am Jumbo. Wir probieren mal das Teil da in der Mitte, diesen Bären. Halt haben wir gesappt. Hat sich die Kralle nicht gedreht. Wenn wir aber hinten um die Beine rumkommen, können wir den eventuell kriegen. Das sieht gut aus, komm, nimm ihn. Ah, das war knapp. Hey Leute, wir haben jetzt hier 96 Spiele für 2 Euro bekommen. Okay. Okay Leute, jetzt haben wir 96 Spiele für 2 Euro. Ja, dann spielen wir nur noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, Leute. Aber den Spielpreis würde ich mich nicht beschweren. Für 2 Euro über 40 Spiele, weil es weisen mal ein Spiel. Warte, wir haben über 90 Kredite, aber irgendwie. Man kann hier ja nichts kriegen, ist das Problem, Leute. Aber wir können ja noch ordentlich hier spielen. Also man kann jetzt ordentlich hier spielen. Es liegt halt nur nicht 2. Wir können hier mal so einen Bären probieren. Da beschwere ich mich nicht. Für 2 Euro waren die 100 Kredite an einem Greifer, der nicht gerade stark ist, aber gut. Vielleicht kann man da irgendwas. Okay, wir können vielleicht die da bekommen. Die ist vielleicht so ein bisschen frei. Okay, probieren wir das Krokodil da. Komm jetzt. Leute, Wetter. Also der ist aber auch echt schlapp. Ist aber auch echt schlapp eingestellt. Das Problem ist ja, dass einfach. Okay Leute, wir probieren es jetzt hier immer noch am Freispielmodus Greifautomat. Leute, das Problem ist ja nicht mal, dass der. Komm, das. Der Löwe, der liegt, ist ja nicht mal eingequetscht. Der. Das ist ja die Sache, der liegt ja eigentlich frei, aber die Kralle, die macht er noch nicht. Eigentlich. Okay, komm, vielleicht ist er, kommt er jetzt in den Zielshot oder so. Nee, einmal probiere ich den noch. Das Einzige, was man vielleicht kriegen könnte, wäre diese Frau da. Und jetzt probieren wir den gern da hinten.
Ja, Leute, das ist natürlich... Okay, Leute, ich hab eine neue Idee. Wir probieren jetzt bei den Löwen da hinten in den Schal reinzukommen. Wir probieren nochmal das Krokodil. Das ist, ja, man muss hier im Grunde genommen nur hoffen. Ich lasse jetzt einmal die Zeit ablaufen und dann guck ich mal, wir haben jetzt noch ein paar Spiele. Das ist... Oh komm, okay. Nein. Okay Leute, wir probieren jetzt den Löwen. Okay, vielleicht zieht er jetzt das andere Bein ein bisschen raus. Oh komm, komm, halt ihn. Stay. Jawohl Leute, wir haben hier gewonnen. Komm, lass ihn los. Jawohl Leute, dann mit den Löwen gewonnen. Nice, hier läuft ja richtig. Okay, als nächstes probieren wir das kleine pinke Herz da. Das hier sind auch wirklich... Okay Leute, wir probieren hier nochmal. Wenn wir um die rumkommen, dann hätten wir sie auf jeden Fall. Glaub ich. Okay Leute, ich probiere jetzt einmal den blauen so umzuwerfen, dass der vielleicht... Nee. Der blaue, der bleibt da stehen, ich krieg den auch nicht weg. Das ist gut. Okay Leute. Komm. Ah. Oh, wir sind bei den Minken hier. Komm jetzt, komm vielleicht, das sieht gut aus. Komm, stay. Halten. Jawohl, Leute, dann wissen wir. Okay, als nächstes den Minion. So langsam aber sicher werden die Sachen hier drin frei. Ich probiere jetzt mal in das Band reinzukommen. Das wäre natürlich normalerweise eine teure Angelegenheit, aber hier, da wir einen Freispielmodus quasi haben. Oh, komm, stay, halt ihn. Jawohl, da haben wir den Minion gewonnen, Leute. Nice. Okay, Leute. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir als nächstes. Ich weiß nicht, wir können das Blaue ja einmal. Okay, Leute, jetzt holen wir nochmal 2 Euro rein. Ah, schade. Schade, Leute. Okay, diesmal haben wir nur 2 Spiele bekommen. Dann war das wohl eine Störung. Ja, okay, gut. Na, dann war das wohl einfach eine Störung. Okay, gut. Okay, Freunde, jetzt sind wir am Keymaster. Okay, wir können jetzt erstmal in die unterste Reihe. Der Knopf da, der blinkt ganz wild. Nee, der fährt aber höher. Schade, der fährt ein ganz kleines Stück höher. Jetzt probieren wir das Navi in der mittleren Reihe. Okay Leute, der Knopf, der blinkt wieder wild. Okay, jetzt probieren wir das Navi. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir Pferd. Nee, da fährt er auch ein Stück höher. Okay, dann wir probieren mal das Teil auch mal. Der Schmuck, der sieht halt gar nicht ganz so edel aus und ja. Jetzt haben wir Payout. Was sind hier das? Ja. Ja. Okay, vielleicht haben wir Payout. Wir sehen es ja. Oh, das war ich. Schade, das war ich. Da konnte ich es nicht sehen, Leute. Da konnte ich nicht sehen. Leute. Okay, Leute, einmal probieren wir es noch. Okay, komm, vielleicht hat er ja Payo, das wäre auf jeden Fall nice. Nee, da fährt er höher, schade, da fährt er höher. Okay Leute, jetzt tun wir mal hier 5 Euro rein. Ey, okay Leute, das
Okay, Leute, wir müssen das jetzt mal quasi stoppen, weil er automatisch nach rechts fährt. Das ist natürlich, ja, das war jetzt ein Euro, der man sich sparen könnte. Boah, ganz klar, okay. Leute, es ist schwer zu sehen, weil hier so ein Schild vor ist. Nee, da fährt er doch, ja. Okay, als nächstes probieren wir das Tokyo Wireless Ding, ne? Aber auch da fährt er höher. Boah, wobei. Probier's nochmal, das war ein Millimeter. Das war ein Millimeter. Okay, Leute, wir können jetzt nochmal. Ich glaube, dass er höher gefahren ist, aber das war schon echt knapp. Er macht echt laute Sounds. Nee. Okay, Leute, 1 Euro machen wir jetzt hier noch, weil die mittlere Reihe noch ausprobieren. Die mittlere Reihe noch. Boah. Nee, er fährt doch, ja, schade.